Hey Leute, hier ist wieder Chancellor's Raptor, heute mit einem Geldglitch. Ihr braucht leider einen Kumpel, aber ihr könnt in 2 bis 3 Minuten bis zu 700.000 Dollar machen, wenn ihr den Adder verkauft. Ich mach's mit dem Turismo, da ich keinen Adder hab, weil ich den Wagen einfach scheiße finde. Und euer Kumpel muss, wie meiner das hier macht, an der Garage klingeln und dann müsst ihr eben beide in das Auto steigen, das ihr duplizieren wollt. Bei mir jetzt hier der Turismo. Und dann zeige ich euch schnell, warum ich den LLG nehme. Und zwar ganz einfach, weil er umsonst ist. Und ich möchte ja keinen Verlust machen, denn ich bekomme ja bloß 400.000. Und wer im Social Club ist, bekommt den umsonst. Und euer Kumpel, wenn er ins Auto sitzt, muss ja einen Story Character answitchen, so wie ich das hier gemacht habe. Und muss dann in dem Menü drin bleiben und darf nicht B oder A drücken. Und das darf er erst wieder machen, wenn wir rausfahren. Und mein Kumpel, der hat jetzt hier, als wir draußen waren, B gedrückt. Das Ganze wird dann bei ihm ein bisschen buggen. Und sonst müsst ihr dann einfach wieder reinfahren. Euer Kumpel wird gar nicht erst drin ankommen, weil es dann einfach laggen wird. Und er wird immer noch in der Sicht von der Garage sein. Und wie ihr seht, übernimmt euer Kumpel die Position vom Fahrer. Und jetzt müsst ihr einfach bloß hier euren Turismo mit einem LNG verdoppeln. Und dann habt ihr den auch schon zweimal. Und ihr müsst in den Turismo einsteigen, in den ihr jetzt auch gerade ausgestiegen seid. Wenn ihr den anderen verkauft, dann ist euer Auto weg. So habe ich es mit dem Centauro gemacht. Tja, dumm gelaufen. Aber naja. Jetzt steigt ihr einfach zu eurem Kumpel ein. Der muss jetzt in den Game Store oder eben das Spiel verlassen. Game Store geht nicht immer, da sie manchmal nicht erreichbar sind durch den Glitch. Ich weiß auch nicht wieso. Und mein Kumpel, der verlässt jetzt hier gerade das Spiel, wird dann ein bisschen laggen hier rechts. Und dann übernehme ich einfach die Position. Das macht er nämlich von ganz automatisch. Ihr braucht da gar nichts machen. Und dann müsst ihr nur noch rausfahren und in den Los Santos Customs fahren und den Wagen verkaufen gehen. Und das war's eigentlich mit dem ganzen Glitch. Er ist wirklich sehr einfach und ihr bekommt sehr viel Geld. Ich habe das Ganze jetzt mal vorgespult, weil ich denke, keiner braucht sehen, wie ich da irgendwo hinfahre. Und dann zeige ich euch schnell, dass ihr für den Wagen jetzt eben den vollen oder den normalen Preis bekommt. Und wie gesagt, für den Adder würdet ihr 700.000 kassieren, was richtig viel ist für so einen ganz einfachen Glitch. Und ja, hier sieht man noch das geile Grün, aber ich habe euch ja, ich glaube, vorgestern gezeigt, wie das geht. Hier seht ihr 404.000 Dollar. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und jetzt zeige ich euch noch ganz schnell, dass der Wagen jetzt nicht weg ist. Deswegen rufe ich meinen Mechaniker an und beweise euch eben, dass mein Turismo noch da ist, wenn ihr den richtigen verkauft habt. Und wenn nicht, dann sollte euer Turismo nicht mehr da sein oder euer Auto, was ihr eben duplizieren solltet. Ich habe den Fehler mit dem Centauro gemacht. Macht nicht den gleichen Fehler, ist ziemlich ärgerlich. Erstmal ein Feuerwerk darauf, dass der Glitch geklappt hat. Und wenn es euch das Video gefallen hat, wie gesagt, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ciao Leute und haut rein!